Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage hier bei mir auf dem Kanal. Wir sollen als nächstes zu Al-Hassans Werkstatt gehen und der Titel heißt Abflug und das lässt erahnen, wie es bei uns hier weitergeht. Denn er ist mittlerweile ja durch einige Lektionen gegangen, hat einiges hier in seiner Schulung mitbekommen zum Assassinen und ich denke, man sieht es auch an seiner Montur, er macht gute Fortschritte und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn wir jetzt hier den Todessprung machen, er nicht mehr eine Arschbombe macht. Also, wunderbar, das sieht doch jetzt schon sehr, sehr gut aus. Das sieht doch aus wie Assassin's Creed. So, wir sollen zur Werkstatt. Ich muss zu Al-Hassan. Er erwartet mich. Yep. So, die Dialoge, die nehmen wir mit. Friede sei mit dir, Rivka. Friede sei auch mit dir. Welch zäher, langweiliger Tag. Hast du nicht gehört, dass ich zur Einführung berufen wurde? Oh, wir nehmen inzwischen wirklich jeden auf. Was hat das denn zu bedeuten? Entspann dich. Mir ist schon klar, dass das heute dein großer Tag ist. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Jo, möge er uns Erfolg bescheren. So, gehen wir weiter. Okay, hier gibt's was. Aha, auch hier gibt's noch was zu lesen. Ein Neues aus dem Westen. Okay, Konstantinopel wird also belagert. So, hier waren wir auch schon mal. Auch hier gibt's was zu lesen. Okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Dort rüber. 60 Meter. Ich wünschte, ich könnte einen kurzen Blick in die Höhle werfen, um zu sehen, was darin ist. Es gibt eine Sache, die ich über die heutige Zeremonie weiß. Basim wird die Höhle etwas leichter verlassen, als er sie betreten hat. Oh, sei nicht gemein. Gemein? Ich bin nur ehrlich. Okay, das lässt einiges ahnen. Wie fühlst du dich an diesem verheißungsvollen Tag? Es ist seltsam, Al-Hassan. Mein Geist ist ruhiger, als ich es erwartet hätte. Ich dachte, ich würde stürmische Wogen in mir tragen. Doch stattdessen Stille. Weil du dich deiner Ausbildung verschrieben und nichts dem Zufall überlassen hast. Hier, Basim, das hast du dir verdient. Es ist eine große Ehre. Ich nehme an, du verstehst das. Roshan und die anderen erwarten mich. Auf bald. Und danke, Al-Hassan. So, wir begeben uns zum Höhleneingang und ich glaube, wir erahnen schon, was sich in diesem Päckchen befindet. So, der Höhleneingang. Auch hier dürfen wir kurz mit jemandem sprechen. Guten Tag, Tabit. Womit beschäftigst du dich denn da? Hast du schon mal von Iltani gehört? Eine unserer frühesten Gründerinnen. Sie tötete Alexander den Großen mit einem ausgeklügelten Gift. Ich habe versucht, es gemäß historischer Aufzeichnungen nachzuahmen. Iltani hat mich gelehrt, dass kein Feind unantastbar ist, egal wie mächtig er oder sie auch erscheint. Danke für diese Lektion. Allah beschere dir Erfolg. So lernen wir ein Stückchen nach dem anderen für unsere Zukunft als Assassine. Das ist ein großer
großer Tag für ihn. Ich wäre geehrt, riefen Sie mich zur Einführung. Ich muss mich mehr anstrengen, um ihrer würdig zu sein. Es kommt mir vor, als machte ich gar keinen Fortschritt. Ja, der Weg zur Einführung ist lang und sehr schwierig. Wir müssen ihn Tag um Tag weitergehen. Oh, Geduld mal wieder. Eine höhere Kunst als der Schwertkampf. So, ich denke, hier sind wir richtig. Und hier erwartet man uns schon. Wie fühlst du dich? Bereit, den Sprung zu wagen? Ich möchte, dass du weißt, es war mir eine Ehre, dir auf deinem Weg als Novize zuzusehen. Zum Mann. Ich bin dir dankbar dafür, dass du ihn mir aufgezeigt hast. Du ehrst mich. Komm, eine neue Robe wartet. Ah, sie steht hier gut. Komm, es ist soweit. Ja, und das Ganze lässt jetzt natürlich erahnen. Wie fühltest du dich an jenem Tag vor so langer Zeit? Was uns erwartet? Ich hatte Angst. Meine Hände waren schweißnass und mir zitterten die Knie. Ich kann mir dich nicht verängstigt vorstellen. Erlaube mir an diesem wichtigen Tag ein Geheimnis mit dir zu teilen. Mut zu haben bedeutet, trotz großer Angst handlungsfähig zu bleiben. Basim ibn Ishaq, bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf dem Schattenpfad zu wandeln? Das bin ich. Bist du bereit, den aufzugeben, für den du dich immer hieltest? Bereit zu opfern, was dir wichtig war? Das bin ich. Vergiss nie die Grundsätze, die du geschworen hast, zu befolgen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde niemals die Bruderschaft. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Und aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Das war ja der Moment der Aufnahme in die Bruderschaft. Basim ibn Ishaq, du folgst nun dem Weg des Adlers. Willkommen, Verborgener. Du bist gestorben und wurdest wiedergeboren.
Und nun kämpfe mit mir als Gleichgestellter. Lässt du dich wieder vom Zorn übermannen? Bist du wieder unaufmerksam? Gut gemacht. Du hast mich gut ausgebildet, Roshan. Helft mir! Nur! Nur! Bleib liegen. Spar deine Kraft. Er war unvorbereitet, musste Bagdad überstürzt verlassen. Hier, trink. Ali. Er ist fort. Sie haben ihn in der Nacht geholt. Sie? Der Orden. Bringt ihn in mein Zelt. Wenn Ali fort ist, sind wir blind. Der Orden hat Bagdad und seine Schritte in Nebel gehüllt. Wir müssen dorthin. Roshan und Basim, geht mit Fulad. Brecht sofort auf. Basim, wir sollten weiter. Ich würde mich gerne erst umsehen, wenn ich darf. Bagdad und seine Umgebung rufen nach mir. Wie du willst, aber spute dich. Es wird viel zu tun geben, sobald wir in Harbia sind. Halte nach einem vergitterten Hof nahe Sharis Moschee Ausschau. Dort sammelte Nur seine Informationen. Und dort wirst du uns finden. So, na, wir sind jetzt in Bagdad angekommen. Wohin führt mich mein Herz? Und es scheint so, als könnten wir jetzt endlich richtig anfangen zu spielen. Alles davor war jetzt ein bisschen Vorgeplänkel, Einführung, ein bisschen natürlich sich an das Spiel zu gewöhnen, an die Steuerung und alles. Und jetzt langsam geht es los. Ich schaue gerade mal. Theoretisch, genau dieses haben wir nämlich jetzt auch eine Weltkarte. Das heißt, wir können jetzt endlich schauen, wo wir uns eigentlich auch befinden. Hier unten eben, ja, Bagdad mit seinen verschiedenen Stadtteilen.
Und das ist im Großen und Ganzen auch die Map, die wir spielen. Und das ist eben auch ein bisschen der Unterschied zu den vorherigen Teilen, wie jetzt Valhalla zum Beispiel, dass doch die Spielwelt etwas, ich will es mal so formulieren, übersichtlicher gestaltet ist. Also soll heißen, nicht so ganz die langen großen Wege, aber wir dürfen gespannt sein. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das alles hier dann darstellt. So, okay, da ist unser Ziel eigentlich. Da müssen wir hin, das Bruderschaftshaus, das sollen wir erreichen. Aber ich denke, wir dürfen uns jetzt erstmal ein bisschen hier mal umsehen, ein bisschen in der Open World bewegen. So, wie war das gerade eben? Was siehst du, Sadiki? Ah. So, wie war das jetzt nochmal? Okay. Sehr schön, das war beschleunigen, runter und hoch, okay, und das ist im Prinzip dann umsehen und erkunden. Sehr schön. So, jetzt muss ich aber nochmal schauen, wie war das jetzt gerade? Das war das Auge, das war Pfeifen und irgendwie konnten wir doch gerade eben noch das Kamel rufen. So, da unten befindet sich ein Weg und es müsste dann, glaube ich, auch eine Funktion geben, dass wir automatisch dem Weg folgen. Okay. Ah ja, da ist eine Truhe. Geh auf Erkundungsflug. Okay, okay, okay. Hab Schlimmeres erlebt. Tja, das macht mich jetzt ein bisschen an hier, die Truhe. Die Frage ist, sollen wir uns tatsächlich hier in ein Gemützel, ein Gefecht schon so einlassen? Ja, ich glaube jetzt eher mal nicht. Okay. Weil es sind jetzt schon drei starke Buben. So, wir finden erstmal das. Oh, sehr schön. Ja, atmosphärisch ist das Spiel einfach immer ganz, ganz toll. Also zumindest mir gefällt es sehr gut. Okay. Mhm. Das sind so ein bisschen die Schattenseiten des Lebens in Bagdad. Welch vertrauter Anblick. Sei gegrüßt, Bagdad. Zeige mir, was ich vermisst habe. So, absteigen. Da drüben gibt es nämlich was. Ich glaube, Codex heißt das. Codex aktualisiert. Okay. Genau, das ist dieses hier. Okay, Handelsplatz der Welt auf den Basaren Bagdads. Okay. So, wir gehen mal unserer üblichen Tätigkeit nach. Uns ein bisschen mal erkundigen oder erkunden, was hier so alles ansteht. Okay, diese Münzen sind eine Währung, die für Gefallen der Fraktionen Bagdads ausgegeben werden. Okay. Drei Stück, drei verschiedene Münzen. Man kann sie sich verdienen. Okay. Oh, eine Gefallensmünze. Der Händler habe ich mir schon hier erarbeitet. Sehr schön.
Oha. Irgendjemand scheint gerade beraubt worden zu sein. Nee, das sind die Wachen, genau, die wollen wir lieber nicht. Die lassen wir lieber mal in Ruhe. So, aber was mich vor allen Dingen interessiert, sind natürlich, und das ist immer wichtig, die Aussichtspunkte. Wo haben wir die denn? Oh, schick, schick. Was sehe ich denn da gerade? Oh ja, sehr schön, sehr schön. Da ist kein Aussichtspunkt. Da müssen wir hin. Das sieht aber so aus, als wenn da einer wäre. Denn die Aussichtspunkte decken ja dann Teile der Map auf. Und dienen normalerweise eben auch als Schnellreisepunkte. So, da haben wir was zu sehen. Handelsplatz der Welt haben wir gerade. Da ist ein Stall. Da können wir also Pferde, Reittiere kaufen. Naja, okay. Dann wollen wir mal weiter zum Haus der Bruderschaft. Und nebenbei werden wir mal ein bisschen noch Geld verdienen. Ein Smaragdring. Nicht ganz so üppig. Ah, eine Metallfertigung. Ah, Quest. Sei meine Augen, Enkidu. So, dann schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. So, finde das Bruderschaftshaus. Ah ja, da tut sich was. Okay, da müssen wir hin. Sehr schön. Ups, auch da gibt es noch ein bisschen was abzuholen. Oh, das war aber jetzt gerade ein bisschen knapp. Der Kalif erinnert daran, dass auch wenn Diebstahl in Bagdad strengstens verboten ist, alle empfohlen wird, ihre Börsen und Wertgegenstände nah bei sich zu tragen, um keinem Diebesgesindel zum Opfer zu fallen. Genau, genau, genau. Achtet immer schön auf euer Material und auf eure Geldbörse. So, hier geht's lang. Noch 100 Meter. Da ist ein Aussichtspunkt. Da oben ist doch ein Aussichtspunkt. Dann könnten wir uns doch schon mal den ersten schnappen. Na? Oha. Also irgendwas. So, hier geht's lang, oder? Jetzt haben wir es doch. Einmal, zweimal, dreimal und da hoch, komm. So, links herum. Müssten wir doch zu unserem... Ah, da geht's hoch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und synchronisieren. Bitte sehr. Bitte gerne. Danke sehr. Das ist das, wofür doch Assassin's Creed bekannt ist. Die Synchronisierung der Aussichtspunkte. So, das müsst ihr jetzt schon... Ich habe mich lange genug aufgehalten. Roshan und Fulad erwarten mich sicher schon im Bruderschaftshaus. Ja, mit Sicherheit. Aber wir schauen mal kurz in die Weltkarte, was uns das jetzt hier eröffnet. Okay. Schick, schick, schick. Schick. Also, da haben wir jetzt einen Aussichtspunkt und da sehen wir auch die anderen Aussichtspunkte und die bringen uns natürlich auch gewisse Gummipunkte. So, die werden wir uns dann die Tage natürlich zügigst einverleiben, denn das Ganze hilft natürlich, die Übersicht über die Stadt zu behalten. Aber jetzt erstmal zum Bruderschaftshaus. Huch, da habe ich was markiert. Sollte wohl nicht so sein. Ach.
So, da geht's lang. Ist nicht mehr weit entfernt. Meter. Oh, da gibt's was aufzusammeln. So. Ah ja, ich glaube, okay. Da müsste es doch sein, oder? Oh, da ist eine Truhe. Ja, die ist natürlich da im Raum. Okay, wie kommen wir da rein? Ah, da durchs Fenster. Okay. Und? Ach, da hätte man natürlich auch da durchs Fenster gehen können. Ups. So, Material für Verbesserungen, ein ganz wichtiges Element in diesem Spiel, um nämlich Sammlematerialien zur Verbesserung von Erkunden, was? Ja, okay. Also im Endeffekt brauchen wir dieses Material, um unsere Waffen und Fähigkeiten zu verbessern. So, ich denke, hier geht's rein. Das ist also ein Bruderschaftshaus der Verborgenen. Ich hätte eine Hütte erwartet. Einige sind das auch. Andere sind mit Gold verbrämt. Wo wir uns auch niederlassen, es zählt nur, dass unsere Anwesenheit ein Geheimnis bleibt. Das ist hier mit Sicherheit der Fall. Hast du etwas Hilfreiches gefunden? Nichts dazu, wo Ali sich befinden könnte. Aber Nur stand in Kontakt zu jemandem namens Beshi. Ich kenne diesen Namen, einer von Alis engsten Verbündeten in der Rebellengruppe. Er arbeitet am oberen Hafen. Sieh nach, ob er dort ist. Womöglich kann er uns etwas über Alis Verschwinden erzählen. Hier habe ich etwas. Wie es scheint, hat Nur diesen ganzen Bezirk aufgezeichnet und das Manufakturgebiet im Norden markiert. Was gibt es dort? Anhänger der Rebellen. Wenn Nur aus irgendeinem Grund dort war, sollten wir dem nachgehen. Verstanden. Das ist keine heiße Spur, doch immerhin ein Anfang. Fulad und ich werden sehen, was wir noch herausfinden können. Sei vorsichtig. So, die Nachforschung öffnen, Verbesserungspläne, indem du Leuten in Bagdad hilfst. Okay. Zusatzinhalte freischalten, das haben wir. Drücke, um das Nachforschungsmenü zu öffnen. Okay, Nachforschung. Zeig den Fortschritt deiner Nachforschungen und Fälle an. Wird angezeigt, wenn das Menü neue Informationen enthält. Fälle enthüllen, okay. Fälle verfolgen, okay. So. Ali ibn Muhammad. Okay. Da gibt's was. Nur als Kontaktperson. Beshi, Alis rechte Hand. Was haben wir hier? Das ist das Bruderschaftshaus. Okay. Ein Hauptmann der Aufständischen, der im oberen Hafen arbeitet. Finde Beshi. Oder finde nur als Kontaktperson. Finden wir erstmal nur als Kontaktperson oder? Nö. Finde Beshi, da ist ein Bild drin. Also ich denke, das wird wohl das Aktuelle sein. Genau, finde Beshi, das werden wir dann tun. Okay. Aber das natürlich erst in der nächsten Folge, denn das soll es erstmal gewesen sein für die diesige. Und wir sind jetzt endlich in Bagdad und das heißt, wir sind jetzt so richtig in Assassin's Creed angekommen. So, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir die Aufständischen kontaktieren und Beshi finden.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ich sag tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.